16, 14. Ich habe nur einen Schwertträger, also kommt das Admiralsschwert weg. So, und jetzt kommt noch die Ausrüstung. Ha, ha, guter Witz. Naja, lasse ich erstmal. Gott sei Dank nicht so teuer alles. 3 und 2. 2 und 2. 1 für sie. 1 für sie. Dann lohnt sich das Schild am meisten, richtig? Reicht gerade so für fast alles. Schön! Also ich bin sehr zufrieden. Ja, es fehlt mir natürlich noch Items einkaufen, aber hey, was gibt's denn hier überhaupt? Giftschutz. Irgendwelche Geschmackssorten. Verwirrt Feinde, Sonnenscheiße, er kann sich ehrlich einfach sowas. Also, halt. Halt, 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 halt. So, also. Hier, Zauber. Man kann Eigenschaften mischen, wenn jetzt also jemand, wenn das nicht unsere erste Eigenschaft wäre. Wenn ein Charakter Feuer und Wind gekauft hat, kann er auch Techniken oder Zauber anwenden, die Donnerelemente besitzen. Als Kombination von den beiden. Ne? Man sieht hier, jeder Zauber hat, bringt halt Zauberpunkte, jede Eigenschaft. Und bei Level-Ups halt auch einen bestimmten Statuswert. Das heißt zum Beispiel, ne, ich weiß nicht genau, was Klugheit bringt. Ich glaube, das ist halt sowas mit kritischen Treffern und so. Kann sein. Ich habe keine Ahnung, wer was macht. Aber jetzt speichern wir einmal. Jo, das war das Laden. War nochmal getestet. Und geben Justin mal Feuer. Und schauen, was er jetzt kann. Technik, Justin. Brennen. Okay, das wundert mich. Auch die normalen Zauber unterscheiden sich. Ich glaube, den zweiten Zauber hier, den hatte Fina nicht. Eine einzige Schwertechnik. Das ist zugegebenermaßen nicht viel. Wind für Justin. Zugegebenermaßen, ich finde Wind ausgesprochen cool, muss ich mal anmerken. Heuler. Oh. Oh. Synergiert aber ganz schlecht bei ihm. Wasser. Ups. Fuck. Das war nicht gut. Jetzt habe ich gerade gespeichert. Wasser auf Justin. Das ist nicht cool. Also, schöne Zauber zwar, aber nee. Und ich habe halt gespeichert. Wenn ich jetzt lade... Ach, komm schon. Jetzt lade, bin ich hier und er hat immer noch Wasser. Ihr wisst, was das heißt, ne? Ich mache hier nochmal ein bisschen Glas. Und nochmal von vorn. Aber wir sind jetzt immerhin etwas weiter. Wir wissen ja schon ein paar Sachen mehr. Ja, tut mir leid, ich bin da perfektionistisch. Aber... Wenigstens müssen wir diesmal nicht das ganze Gelaber nochmal neu machen. Ja, und wir wissen ja jetzt auch, Wasser... Also die ersten drei Elemente sind auf Justin alle relativ beschissen. Feuer hatte eine Synergietechnik. Ich weiß nicht, ob das alle Techniken sind, die da sind. Vielleicht lernen Charaktere später noch bestimmte Waffen zu benutzen. Oh, kann das sein, dass ich mein ganzes Shopping nochmal machen muss? Voll. Erstmal das hier jetzt. Falls wieder was schief geht. Speichern. Kaufen. Erde. Justin. So, letztes Element, das gefehlt hat. Haben drei Zauber, keine Synergie. Okay, so Justin synergiert. Scheiße. Justin taugt nicht zum Zaubern. Das kann man nicht nett ausdrücken. Seine Zauber nützen einfach nichts. Sie mit Feuer, eine Technik mit dem Bogen. Na gut. Und wie viele Zauber? 5. 4 nur. Okay, nur ein Stufe 3. Oh nicht gerade der Hammer. Nochmal. Schauen wir weiter. Windowsu. Ich glaube, ne, ihr denkt, dass das jetzt schwierig ist. Stell ich mir das mal später vor, wenn ich drei Charaktere habe. Feuer ist besser als Wind. Drei Charaktere habe, dann gibt es schon Combo-Elemente und sowas. Das wird noch viel witziger. Wasser.
So, Zeit meine These zu bestätigen. Eine Wassertechnik. 5 Zauber. Bisschen besser als Feuer, aber ansonsten auch nicht. Laden. Letztes. Erde. Auch nicht gut, ne? Wasser hat natürlich nicht nur Heilzauber, versteht das nicht falsch. Es gibt auch Angriffszauber mit Wasser, die dann Eis benutzen. Wobei die hauptsächlichen Eiszauber sind natürlich bei Sturm mit drin. Ich persönlich tendiere dazu, erstmal Sue mit Zaubern auszustatten. Klar, theoretisch sollte jeder Charakter gleichmäßig Zauber haben, weil die Charaktere eines Zaubers, der Zauberpunkte eines Charakters, der gar keine Zauber hat, liegen ja brach. Die nützen niemandem was. Ne? Dann ist es besser noch, nicht so nützliche Zauber zu haben. Das ist ich, Buff-Zauber oder sowas. Die man aber immerhin ab und zu benutzt. Ne? Es ist besser als gar nichts. Und was man jetzt schon noch nicht sehen konnte, ist, vielleicht synergiert Justin zwar mit Feuer am besten, hat aber ganz tolle Explosionstechniken mit Erde und Feuer. Oder ganz tolle Sturmtechniken mit Wasser und Wind, die man sich gar nichts bringt. Das kann alles sein. Ist doch unwahrscheinlich, aber denkbar. Ne? Ich persönlich tendiere dazu, zu jetzt Wasser zu geben, einfach damit ich jemanden habe, der ein bisschen heilen kann. Und dann später auf Wind aufzustocken. Oder sollte es sich gut ergeben, dass ich viele Mana-Eier kriege sogar, vielleicht stattdessen sogar auf Wald. Wald ist auch wieder so Zustandsmagie, Gift vergiften, Gift heilen. Ist auch wieder so ein sehr relativ defensives Element. Das ist so mein aktueller Plan. Wer noch da ist, kann sich ja mal eigene Theorien äußern. Was ihr machen würdet. Wir erinnern uns, von den Techniken her hatte Justin eine Feuertechnik-Möglichkeit zu erlernen. Und zu eine Wassertechnik oder eine Feuertechnik. Wasser war mit Keule, Feuer war mit Bogen. Oder Wurfwaffen, wie auch immer. Ja, ich gebe euch jetzt mal kurz Zeit, da eure drüber nachzudenken, eure Sachen in Worte zu fassen und kaufe in der Zeit wieder ein. Ich habe offenbar irgendwas verkauft, was ich eben nicht verkauft hatte. Sei es drum, dafür bin ich jetzt halt ein bisschen besser ausgerüstet. Gefällt mir alles ganz gut. So, ich sehe keine Beteiligung, obwohl da irgendwer noch ist, der guckt. Ich könnte natürlich auch auswürfeln, aber es wäre langweilig. Ich gehe davon aus, dass ich Fina bald wiederkriege. Die hatte Feuer, also lernt keiner Feuer. So, erstes Statement. Zweitens, Fina wird relativ bald Wind oder Erde lernen. Vermutlich eher Wind. Ja, ich denke, Fina wird Wind kriegen. Das heißt, vermutlich sollte ich auch niemandem Wind geben erstmal. Das Fina als nächstes kriegt. Lieben Wasser und Erde. Könnte ich Wasser zugeben, dann hätte ich das Klischee der Heilerin voll erfüllt. Könnte ich auch Erde geben? Das lernt theoretisch auch ein paar Dinge, es hat aber keine Synergietechnik, also kriegt sie Wasser. Punkt. Irgendwer muss es ja machen. So, sie lernt trotzdem ihre 10 Bogentechnik zuerst.
Keule kann ich danach machen, dann kriegt sie auch ordentlich TP und Abwehr. Bis dahin. So. Hat sie einen Heilzauber, der lässt sich auch einigermaßen gescheit leveln natürlich, weil, Herrgott, jeder kriegt mal Schaden. Heilt man halt für 2 HP. Tut ja keinen weh. So. Und soll keiner sagen, ich hätte euch keine Gelegenheit gegeben, es selbst mal was zu sagen. Und speichern. Ehrlich gesagt reicht mir das auch für heute. Ist jetzt 10:30, spät genug. Wir haben heute ja gut was geschafft. Ich meine, wir haben den Ozean überquert. Wir haben das Geisterschiff versenkt. Quasi. Wir haben Fina getroffen. Haben unsere erste Magie erlernt. Ganz ehrlich, ist nichts, was ich jetzt sagen würde. Das war ein schlechter Fang oder so. Wir können übrigens nicht einfach aufs Nichts heilen, zumindest nicht im Menü. Also, wir haben schon gut was geschafft und nächstes Mal können wir dann darauf toll aufbauen. Denn, wie wir wissen, wir suchen noch die Liga der Abenteurer. Warum auch immer Fena mit denen ein Problem hat, wir wollen dahin. Oh, und das ist dann im nächsten Stream der Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart und wir sehen uns später. Moment. Upsala, hier, da. Genau, so. Also dann. Dann bin ich jetzt weg. Bis dann.